Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, ihr hattet einen geilen Tag, dass es euch gut geht und natürlich eine geile Woche. Heute gibt es die besten Reworks in League of Legends. Das Ganze ist natürlich absolut subjektiver Meinung. Meine eigene Meinung. Es gibt dazu keine Tabelle, wo steht, hey, das ist das beste Rework, was dir gelungen worden ist. Ich werde diese auch nicht nach Broken oder wie stark der Champion ist, sondern aus was gemacht worden ist. Ja, wenn du aus einem Haufen Stein irgendwie eine geile Skulptur machst, dann ist das natürlich ein ziemlich geiles Rework geworden. Das Stein-Rework so gesehen. Außerdem möchte ich natürlich nochmal gerne erklären, wie das Ganze funktioniert. Das wird nämlich im Ratestil sein. Das heißt, ich werde euch für jeden Champion, es sind insgesamt 6 Stück, 4 Tipps geben. Beim ersten Tipp bekommt ihr 4 Punkte, wenn ihr den Champion erratet. Beim zweiten Tipp bekommt ihr 3 Punkte. Beim dritten Tipp bekommt ihr 2 Punkte. Und beim letzten Tipp, der ist meistens sehr einfach, bekommt ihr nur noch einen Punkt. Ihr habt nur eine Stimme. Das heißt, wenn ihr euch beim Tipp Nummer 1 direkt festlegt, dann müsst ihr auch hier sicher sein, weil danach dürft ihr euch nicht mehr umentscheiden. Wer mogelt, ja, wird nie wieder geilen Sex haben. Die Freundin wird instant schwanger werden. Und ihr werdet ein Erdbeergewitter in eurem Bett haben und krank werden. Richtig lange, so 12 Wochen, 15 Wochen, 15.000 Wochen. Also, seid einfach ehrlich. Außerdem möchte ich natürlich noch kurz erwähnen, dass auf meinem Zweitkanal heute Satisfactory startet. Das heißt, ja, unten in die Beschreibung und in den Kommentaren, da ist mein Zweitkanal. Wer Bock hat, beziehungsweise ich würde mich mega freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und ja, genug geredet, auf geht's. Champion Nummer 6. Tipp Nummer 1. Ich habe lange, große Ohren und große, scharfe Zähne. Wichtig, ganz kurz noch, alle Tipps, die ich euch gebe, beziehen sich auf den aktuellen Champion, wie er ist und nicht, wie er damals war. Damit auch Leute, die vielleicht ja die alten Champions nicht mehr kennen, trotzdem mitraten können und Chancen haben zu gewinnen. Gewinnen, gewinnen, gewinnen. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Tipp Nummer 2. Ich bin wie ein Vampir, weil ich mich nach etwas Bestimmten sehne. Tipp Nummer 3. Wenn ich renne, benutze ich 4 statt 2. Und der vierte Tipp. Meine Sinne sind lebensnotwendig. Fokus liegt hier auf Sinne. Ich meine, worauf auch sonst? Auf sind, auf meine? Lebensnotwendig? Natürlich auf Sinne. Gut, wir lösen auch direkt auf. Die Zeit ist hier auch schon vorbei, mehr als notwendig. Dieser Champion ist nämlich Warwick. Ja, er hat so hasengroße Ohren. Ich wollte euch so ein bisschen auf Vladimir natürlich baiten, ne? Aber er braucht natürlich Blut. Er riecht Blut, er hat richtig Bock auf Blut. Das ist auch sein Sinn quasi, dass er die ganze Zeit das Blut wittert und riecht. Er rennt auf 4 Beinen, beziehungsweise Pfoten oder was auch immer, Händen, keine Ahnung, statt 2, wenn er unterwegs ist. Warwick, muss man einfach sagen, ist hier in dieser Liste drin, denn wenn wir uns den alten Warwick anschauen, der alte Warwick war komplett, ich habe ihn tatsächlich auf der Toplane sehr, sehr gerne gespielt, aber komplett retarded. Der Champion sah richtig kacke aus, ohne Skin konntest du diesen Champion nicht spielen und dieser Champion konnte nur Q und Ultimate. Legit, nur Q und Ultimate. Also im Prinzip, in der Landing Phase konnte dieser Champion nur den Gegner so ein Stück Leben rausreißen. Und dabei konnte der auch nicht dem Gegner hinterher springen oder sonst irgendwas. Er konnte dann mit seiner E schnell auf den Gegner zulaufen, wie das so auch ist. Das heißt, das Blut wittern. Und er kann mit seiner W irgendwie schnell angreifen. Kompletter Quatsch-Champion gewesen. Du konntest nur angreifen, vor allem im Jungle, war richtig, richtig lustig. Und wenn wir uns den jetzigen Warwick ansehen, der sieht richtig cool aus. Das mit der Blutspur ist richtig cool. Außerdem ist sein kompletter Geist erhalten geblieben und trotzdem ist er geiler geworden. Sein Kit ist cool. Klar ist er jetzt nicht der krasseste Champion, was so Kombos und so angeht, aber er hat immerhin die Möglichkeit zu vieren, er kann mit seiner Q hinter den Gegner herspringen und generell ist sein Kit einfach cooler geworden. Gehen wir weiter zu Champion Nummer 4. Der erste Tipp ist so ein bisschen lorebehaftet. Sehr lorebehaftet. Tipp Nummer 1. Beatrice. Tipp Nummer 2. Meine Hand verzehrt von Dämonenmagie. Arr. Tipp Nummer 3. Schwarze Tiere, meine treuesten Begleiter. Schwarze Tiere. Wie nochmal? Schwarze Tiere. Einmal noch. Schwarze Tiere. Schwarze Tiere. Tipp Nummer 4. Damals verkrüppelt, heute nicht mehr.
Also zumindest optisch, gameplay-technisch. Ob das storybehaftet ist, weiß ich leider nicht. Habe ich nicht durchgelesen. Aber optisch sieht man es auf jeden Fall. Hier haben wir Champion Swain. Der gute Swain. Beatrice ist der Vogel von damals gewesen. Meine Hand verzerrt von Dämonenmagie. Er hat ja seine Hand, die leuchtet so rot. Die ist die ganze Zeit so, ne? Er hat sie auch sehr, sehr starr. Das heißt, ne, es sieht nicht ganz gesund aus. Schwarze Tiere sind natürlich die Raben oder Krähen. Sind Krabben eigentlich... Krabben? Sind Raben eigentlich Krähen? Wir nennen sie einfach Kraben. Das passt perfekt. Und ja, damals hatte er sogar einen Gehstock und war sehr, sehr verkrüppelt. Das war auch in der Story, die habe ich mir durchgelesen. Die heutige weiß ich nicht mehr. Scheint es ihm gut zu gehen. Vielleicht von Dämonenmagie geheilt. Vielleicht... Man weiß es nicht. Ja, Swain, Champions-mäßig. Also der alte Swain, ich muss sagen, ich war der einzige Spieler, der Legend Swain gespielt hat. Der einzige auf der ganzen Welt. Er hatte eine kurze Zeit, da war er broken, da haben mehrere Leute ihn gespielt. Das war ganz, ganz kurz. Aber generell, ja, der Champion, ich fand ihn nicht so bad, aber er sah richtig kacke aus. Also doch, die Krähengestalt sah richtig, richtig beschissen aus. Und auch sein Kit irgendwie war, ja, es war jetzt nicht giga anspruchsvoll. Es war nett, aber es war alt. Es war in die Jahre gekommen. Und wenn wir uns den heutigen Swain angucken, die Verwandlung sieht giga geil aus, der Champion sieht giga geil aus, die Blitze sehen giga geil aus, sein Ranziehen ist super cool mit der Hand. Man hat auch viel Counterplay gegen ihn, der hat die Ultimate nicht permanent, das mit der Seelenexplosion ist cool, das ist alles geil. Cooler Champion, macht Bock. Der nächste Champion, jetzt hätte ich fast den Namen gesagt. Tipp Nummer 1. Ich kann physischen Schaden reduzieren, aber nicht mehr magischen. In Klammern, ja, das habe ich so dahin geschrieben. Das ging mal. Mit das ging mal ist aber nicht das Rework gemeint. Also, dass es damals ging, sondern es war ein Nerf. Das heißt, Patch Notes Veteran, ihr seid gefragt, gerufen. Tipp Nummer 2. Ab 5 Stacks gibt's mehr Power. Tipp Nummer 3. 1, 2, Stun. 1, 2, Stop. Und dann kommen wir zu Tipp Nummer 4. Ich habe Klingen. 6 Klingen auf dem Rücken. Also ich habe 6 Klingen auf dem Rücken. Ich meine, wer hat 6 Klingen auf dem Rücken, Leute? Wer? Wer? Also nicht direkt auf dem Rücken, aber sagen wir am Rücken, Richtung Rücken, hinterm Rücken, am Rücken, durch den Rücken. Um Rücken herum. Bei dem Champion handelt es sich um Irelia. Ja, sie konnte mit ihrer W damals Schaden sowohl physisch als auch magisch reduzieren. Ab 5 Stacks ist ihre Passive gemeint. Mit dem 1-2 Stun ist natürlich, sie muss eine Markierung, zweite Markierung und dann kommt der Stun. Und die Klingen sind natürlich hinter ihr. Ja, Irelia, damals kann man nicht sagen, dass sie komplett kacke war oder so. Es war schon ein cooler Champion. Ich habe Irelia sehr, sehr gerne gespielt und man konnte schöne Plays mit ihr machen. Aber mal um ehrlich zu sein, ihre W war, ja, sie war okay. Sie war jetzt nicht besonders interaktiv, wenn wir ehrlich sind. Und ihre Ultimate war... Ja, richtig kacke. Ich fand ihre Ultimate, also sie war nett und hat geheilt, aber ihre Ultimate war im Prinzip Wave Clear. Jetzt wissen natürlich einige vielleicht nicht, was ihre Ultimate war, aber vielleicht machen wir einfach mal ein Video irgendwann nochmal über einzelne Reworks, wenn ihr Bock habt. Können wir mal drüber überlegen, könnt ihr gerne schreiben. Und wenn wir uns die heutige Irelia anschauen, ja, sie ist manchmal broken und sie musste genervt werden und so, aber was du mit ihr machen kannst, du kannst so, es gibt so 1000 Milliarden Giga krasse Montagen mit sich jetzt schon, was du an Plays mit ihr rausböllerst. Auch, dass du mit der Ultimate mehrere Gegner markieren kannst, dann zu Gegnern springen kannst und noch weitere mit der E markieren kannst und dann mit der W weiter channeln kannst, während du gestunt wirst. Also das Kit, klar, etwas überladen vielleicht, aber insane cool gemacht. Nicht nur optischer Natur, die Spells sehen super cool aus, sondern auch Gameplay-technisch. Also wirklich, Chapeau. Weiter, Champion Nummer 3. Wir müssen Gas geben, das geht zu lange hier, scheiße. Fuck, viel zu viel reingemacht. Ja, ich bin wie Jesus und habe Wunderheilung. Denn Jesus hat Heilung gewundert, als Wunder geheilt. Nee, also Wunden, also Wunderheilung gemacht. Tipp Nummer 2, wir müssen jetzt ein bisschen schneller werden. Vitamine sind sehr wichtig. Fuck, ist das zu lang. Tipp Nummer 3. Geld. 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 Und Tipp Nummer 4. Flying Dutchman. Ich meine, offensichtlicher geht's ja nicht, oder? Offensichtlich. Ihr könnt zur Not, wenn es zu schnell ist, auch zwischendurch kurz anhalten. Bei diesem Champion handelt es sich um Jesus, um Gangplank. Und zwar und zwar kann er natürlich mit seiner W, der Melone, beziehungsweise der Orange, die natürlich auch Vitamine hat,
alles heilen. Er kann Blindheit heilen, er kann Lähmung heilen, er kann Stun, Kristallisierung, alles kann er wegheilen. Geld ist natürlich seine Q und Flying Dutchman ist ein fucking fliegendes Piratenschiff oder, naja, nicht ein fliegendes, sondern ein Piratenschiff halt einfach. Kann es fliegen? Weiß ich nicht. Kann es fliegen? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es fliegen kann. Ja, vielleicht kann es ja fliegen. Also es kann aber schwimmen. Ja, Gangplank damals, Leute. Leute, damals Gangplank. Was konnte Gangplank? Er konnte Q, so wie heute, aber nur Q. Keine Fässer. Er hat einfach die Gegner angeschossen, konnte sich heilen, konnte einmal so, ich schieße in die Luft, eyo, und dann sein Ultimate. Also seine, er konnte nur Q Auto-Tech, legit. Q Auto-Tech, Q Auto-Tech, Q Auto-Tech. Mehr konnte der Champ nicht. Wie langweilig war Gangplank damals, bitte? Komplett räudiger Champion. Klar, die Q hat, glaube ich, ein bisschen mehr geböllert, so. Aber der konnte gar nichts, der Champ. Und wenn wir uns heute Gangplank angucken, mit den ganzen Fast-Kombos, was du einfach aus diesem Champion rausholen kannst, ich bin ja der Meinung, dass Gangplank komplett gemastert der schwerste Champion im Spiel ist. Also du kannst mit den Fässern so viel machen, das ist schon insane. Auf Gangplank komme ich einfach überhaupt nicht klar. Überhaupt nicht. Sehr, sehr cooler Champion. Nächster Champion. Tipp Nummer 1. Alle meine Spells sind rot. Also in Klammern die Icons. Und nicht nur die. Tipp Nummer 2. Auf diesem Champ existieren nur OTPs. Also One-Trick-Ponys. Also Leute, das erkennt man sehr oft am Namen. Tatsächlich. Das ist natürlich jetzt, da gibt es keine Statistik oder gibt es bestimmt, aber das ist so mein Gefühl. Das ist ein Gefühlstipp. Tipp Nummer 3 ist auch ein Insider. Wer mich kennt quasi, ist ein bisschen unfair. Ja, aber Leben ist hart. Was soll ich sagen? Dieser Champ throwt immer. Was nicht zwingend heißt, dass er verliert, aber er throwt. Aber was natürlich am Gameplay dieses Champions liegt. Und Tipp Nummer 4. Faires Champ-Design damals, faires Champ-Design heute. Kappa. Das Kappa bezieht sich auf beides. Damals und heute. Ich weiß, die Tipps waren alle sehr harsch, aber es muss auch mal harsche Tipps geben. Ich habe das Gefühl, ich mach's zu schnell. Aber bei diesem Champion handelt es sich um Katarina. Ja, ihr Icons sind rot und ihre Haare sind rot. Und das mit dem OTPs. Immer wenn ihr gegen eine Katarina spielt, müsst ihr mal gucken. Die heißen immer Dagger, Sinister Dagger, 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 Dark Dagger, Blading Dagger, Flying Dagger, Cut Dagger, Katarina, Booped, Big Booped Katarina, und so weiter. Diggity, Duggity, Duggity, Doo. Also, gefühlt, wenn du anfängst, Cutter zu mailen, hast du instant 100 Games auf den Champion. Immer sieht man nur OTPs. Und die throwen natürlich extrem krass, weil Katarina einfach so broken ist, dass sie irgendwann im Late Game immer 1v5 gehen und dann natürlich das Game so ein bisschen wegwerfen dadurch. Und ja, faires Champ-Design damals, ihr seht das ja ein bisschen im Hintergrund. Damals war Katarina komplett dumm. Du konntest ein ganzes Team, du musstest nur die ganze Zeit EW drücken. EW, EW, EW. Du konntest das ganze gegnerische Team in einer Sekunde töten, wirklich. Heutzutage musst du auch nur EW drücken im Prinzip, aber ja, ab und zu noch mal eine Q und hat ein bisschen mehr Delay. Das war auch das Ziel des Reworks, dass sie nicht mehr ganz so toxisch wird. Aber, warum ist sie hier? Ich finde, man hat einfach extrem viel auf Katarina rausgeholt. Dieser Champ ist super cool geworden, hat richtig viele Möglichkeiten mit diesen ganzen Jumps, mit diesen Daggern. Also, ich denke, jeder Katarina-Main wird mir übereinstimmen, zustimmen, sagen, hey, das Rework ist wirklich geil geworden. Klar, damals war sie Brainfuck. Damals war sie einfach. Für die, die kacke waren oder jetzt mit Katarina kacke sind, die wollen vielleicht die alte zurück, aber die neue Katarina hat so viele Möglichkeiten. Champion Nummer 1. Oh, fuck, geht das Video lang. Dieser Champ hat keine Dashes. Ironie off. Also, er hat Dashes. Champ, Tipp Nummer 2. Dieser Champ ist nicht balancebar. Ironie war schon aus. Also ist jetzt Real Talk. Real Talk. Tipp Nummer 3. Dieser Champ fühlt sich sehr fair an, wenn man von ihm 100 auf 0 gewonshot wird, während er unsichtbar war und zwölfmal springt. Und Tipp Nummer 4. Shinobi Blade. Shinobi Blade. Omoi, hi, hi, Chan, Senpai. So ungefähr. Okay, bei diesem Champion, ich meine, es war ja nicht schwer, oder? Und so viel bleibt ja nicht mehr über. Handelt es sich um Akali. Sie hat natürlich 12.000 Millionen Dashes und sie ist nicht balancebar. Sie ist komplett broken oder zu schwach. Eins von beiden, weil sie einfach zu schwer ist. Und ja, trotzdem ist sie mein Platz 1. Denn wenn wir uns die alte Akali anschauen, die alte Akali war komplett Point-and-Click.
Q auf den Gegner Point-and-Click, Ult-Point-and-Click auf den Gegner rumspringen. Richtig langweiliges, klar, also langweilig liegt im Auge des Betrachters, weil wenn die Akali langweilig ist, was war dann Nasus? Was ist dann Nasus? Aber weil wenn wir sie mit der aktuellen Akali vergleichen, die aktuelle Akali hat einfach, sie ist so cool. Sie macht 1000-millionenfach Spaß. Du hast so viele Möglichkeiten, wie auch bei den ganzen anderen Champions, was ich schon gesagt habe, aber Akali ist einfach unglaublich geil geworden. Allerdings zugeil. Sie hat einfach zu viele Sachen. Sie hat zu viele Sprünge, zu viele Möglichkeiten, irgendwie durch die Gegend zu dashen oder sich unsichtbar zu machen. Zu viel Survivability und dann noch zu viel Schaden. Und deswegen ist sie nicht balancebar. Ich finde trotzdem, dass dieses Rework richtig, richtig gut geworden ist. Man muss nur irgendwo diesen magischen Hebel finden, um sie dann im Endeffekt balancebar zu machen. Ja, das war's mit dem Video. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auf meinem zweiten Kanal vorbeischaut. Wie gesagt, unten in der Beschreibung oder in den Kommentaren. Da wird es auch andere Gameplays geben, je nachdem, worauf ihr Bock habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis Danzig und auf Wiedersehen.